Die bürgerlichen Medien lügen über uns. Am vergangenen Donnerstag haben wir mit über 100 Studierenden einen Hörsaal an der FU besetzt. Daraufhin hieß es in der Springerpresse und sogar in den Tagesthemen, wir hätten jüdische Studentinnen aus dem Raum bei der Hörsaalbesetzung geschmissen. Sie nennen uns Antisemitinnen, obwohl sie selbst kein einziges Wort über die 18.000 toten Palästinenserinnen in Gaza verlieren. Mit diesen Lügen und Vorwürfen versuchen sie uns, den Protest gegen den Krieg Israels zu verbieten. Aber was ist denn echt passiert? Es kamen StörerInnen zu unserer friedlichen Besetzung, die handgreiflich wurden und Plakate von den Wänden rissen. Auf Videos ist klar zu sehen, dass die Aggression von ihnen ausging. Und selbst die Unileitung hat dementiert, dass Studierende aufgrund ihrer Religion von der Besetzung ausgeschlossen worden sind. Vielmehr handelte es sich bei den angeblichen Opfern um eine Gruppe jüdischer Rechte, die schon in der Vergangenheit Proteste gestört und palästinensische Studierende belästigt haben. Außerdem nahmen an der Hörsaalbesetzung sehr wohl jüdische Studierende teil. In ihren Reden schilderten sie ihre Erfahrungen als Angehörige von Holocaust-Überlebenden. Gerade deshalb sind sie solidarisch mit dem palästinensischen Volk und gerade deshalb stellen sie sich klar gegen die israelische Regierung. Bei dem angeblichen Rauschmiss von JüdInnen handelt es sich also um eine bewusste Inszenierung, wie es auch schon bei vergangenen Protesten an der FU der Fall war. Sie wollen damit unseren Protest delegitimieren und Polizeirepression hervorrufen. Wir stellen uns klar gegen die Diskreditierung unseres wichtigen Protests und der Solidarität mit Palästina. Wir verurteilen den Einsatz der Polizei durch die Unileitung aufs Schärfste. Der Staat will mit ganzer Kraft verhindern, dass sich eine kämpferische und antiimperialistische Studierendenbewegung bildet. Es ist ein Skandal, die Polizei auf friedliche Studierende zu hetzen. Wir lassen uns aber von all der Repression und Hetze nicht einschüchtern. Wir werden auch in den kommenden Wochen und Semestern gegen den Krieg in Palästina, für die Rechte aller PalästinenserInnen und für eine demokratische Uni im Dienste aller Ausgebeuteten und Unterdrückten kämpfen.